Bücher des Schwimmers. Blub weg. Ich habe schon wieder die kompletten Tische leer gefressen. Mithrilhelm habe ich gefunden. Oh, nice. Und eine Silberrüstung. Ein Trainingsraum unten ist einsatzbereit, gell? Da steht jetzt große Magie-Dingens und Zielattrappe und Nahkampf. Schissendreck. So, das war der letzte Krankkämpfer. Ich habe keinen einzigen Nahkämpfer mehr. Bis auf die Typen. Ja, nice. Zwei Zauberer. Ja, ich denke mal, deswegen hast du auch so einen Schwall XP bekommen, weil du halt so viele Viecher gekillt hast durch die Fernkampfdingen. Meine sind ja, ja schon halb tot, bis sie beim Gegner sind und denkst ja so, ja. Top. Naja, gut, aber dafür sterben meine auch extrem schnell, ne? Die haben ja keine Rüstung an. Na, meine haben Rüstung an und sterben extrem schnell. Würde ich jetzt nicht so als Win-Win-Situation betiteln. Oh, fahren wir mal die schweren Geschütze auf hier. Soll die zerfallen auch noch in ihre Einzelteile, anstatt dass du die Maschine wieder bekommst. Mäh. Also den einen habe ich jetzt mal voll ausgerüstet. Soweit wie seht. Mit dem getimpften Kampfdrachen. Jo. Den Super Gunner. Oh, du kriegst hier auch nochmal ein bisschen was drauf. Sieht zwar total dämlich aus, aber. Der denkt sich jetzt bestimmt, du mich auch. Da komm ich. Wenn ich hier schon so ein bisschen Rüstung finde, dann kann ich scheiß auf die Realität. Oh, wenn es nur eine Lederrüstung ist. Leder. Leder. Dadurch sehen meine Zwerge allesamt anders aus. Lederzwerge. Die Leder. Lederzwerge. Solange sie nicht S und M heißen. S und M? Die Lederzwerge S und M. So, okay. Achso, ihr dürft im Übrigen Werbung machen.
Aber sind wir doch heute ernst gut vorangekommen, oder? Boah, ist okay. Gerade hier oben die Abwehr noch entsprechend befestigen. Ich habe heute nur dreimal wegen meinem Mana rumgejammert. Besser als Ist doch schon ein dich. Erfolg, oder? Und ich habe 226. 12 Euro. 2,26 Euro. 2,26 Euro. Und ich glaube, die jetzt oben angreifen bei unserer Base, die haben keinen Spaß mehr. Also, du hast ja hier überall Tesla-Dinger drin gebaut, einfach. Ah, deswegen sind ja die Holzböden drin, weil durch die Holzböden schießen die durch. Ah, nice. Und Also, halt so wie die diese. reinkommen, sind die instant tot, oder was? Na, instant nicht, aber die Tesla-Dinger schießen halt auch Kettenblitze und die Katapulte können halt ewig weit schießen. Mal gucken, ich brauche noch ein Quarzkristall, ob hier irgendwo einer rumliegt. Okay, der Shop ist jetzt definitiv unter Wasser. Das nimmt ja Maße wie bei Dick or Die an. Ne? Ja, schade, dass Dick or Die keinen Multiplayer hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das würde ich mega feiern. Ja, das Spiel, das habe ich auch in einem Rutsch durchgespielt. Das hat sonst Spaß gemacht. Ja, vor allem, du kannst ja halt deinen Schwierigkeitsgrad immer selbst bestimmen. Das finde ich halt mega bei dem Game. Ja, Oh, ist Mithril so. Axt und Mithril Spitzhacke. Kann ich ja langsam mal anfangen, Mithril zu verhütten. Yeah, 5. Wie viel Dings hast du denn jetzt? Münzen noch? Hast du 4 Münzen, die du mir mal schicken 5. kannst? Dann kann ich den nächsten Generator kaufen. Das Wie Problem ist, wie kommen wir da ran? lange kannst du die Luft anhalten? Also wir schicken jetzt einfach mal alle unsere Zwerge dahin, Wasser abschöpfen. Ich könnte auch eine elegante Lösung nehmen und von unten Nein, ranlegen. nein! Das ist nicht elegant, das ist Cheaten. Oh. Außerdem kann man nie genug Wasser haben. Ja, wie mache ich das? Klickst einfach aufs Wasser und sagst, Wasser sammeln. Angeln im Lager gibt es keine Angelrute. Ach, du hast Schweine, wahrscheinlich Bullen. keine Eimer. Nee. Fürs Wasser sammeln brauchst du Eimer, musst du dir ein paar Eimer zusammendübeln. War die denn drin? Da, wo auch der Kochtopf drin ist. Nee, was ist denn da? Nee, Eimer. das war jetzt echt gemein. Da. Du schiffst es da die ganze Zeit raus und ich hau den Regenzauber raus, wisst Ne. Oh, was ist denn die Zaubersammlung? Damit sammelt er Rohstoffe. Wenn du jetzt halt irgendwo eine halbe Tonne abgebautes Zeug liegen hast, machst du die Zaubersammlung und dann saugt er das halt direkt weg, geht aber nur bei Erzen und so weiter. Und bei dem Wasser. Taco muss wieder alles klauen. Warte mal, geht das auch mit den Schienen? Nee. Man muss es wirklich erst abholen.
Laufen schon wieder den Zombies durchs Wasser. Ich glaube, wir tun den Shop überdachen und bauen ihn von unten zugänglich von unter Wasser. Aber wenigstens mal ordentlich Wasser am Start. Schlürf. Ich komme von unten ran. Ja. Ich hab's doch gleich. Wie verächtlich der Feuertyp Wasser sammelt. Das hat aber einen ganz schönen Radius, das einzusammeln. Kannst du mal aufhören, mein Wasser zu klauen? Das landet doch im Lager. Das ist mir scheißegal. Finger weg von meinem Wasser. Dann schicke ich dir mal das Geld rüber. Leo. Das war wahrscheinlich recht ploff. Gobbo-Lager. Ich werde angegriffen. Ja, du hast da irgend so ein Unterwasservieh ausgebuddelt, Alter. Oben ist alles am Brutzeln. Das ist tot. So. Also was jetzt auch immer unserem Turm hier oben zu nahe kommt. Stoppt Asche zu Asche. Staub zu Staub. Ja. Schöp. Kaufen. Weil ich faul bin. Komm, bis zum nächsten Angriff, das machen wir noch. Ich will sehen, was passiert, wenn hier oben die Anlage am Rad dreht. Das ist zu viel für meine Zwerge gerade da. Was denn? In dem Mana-Raum. Na, jetzt nicht mehr. War die Wegfindung verbuggt oder was? Ja, die hingen eben in der Ecke fest und haben übelst losgezittert.
hat er hier? Zup. Zwerge sind hungrig. Da haben die schon wieder alles weggefressen. Gibt es hier nicht so einen automatischen Essensdispenser, wo sie einen Elektroschock bekommen, wenn sie zu viel fressen wollen? Ihre Zwerge sind gestorben. Warum? Sie wollten zu viel essen. Unser Teich sickert ab, das ärgert mich. Da kümmere ich mich gerade mal drum, dass das nicht weiter passiert. Hast du ja genug Wasser gesammelt? Nee, hier unten hat irgendein Vieh wieder ein Stück Erde freigelegt. Und so. Weil da halt die Erde ist, deswegen sickert dann das, das Teichwasser wieder in den Untergrund. So, Mana Generator 4 steht. Dass er sich nie an Layout halten kann. Mann, Mann, Mann. Hey, Katapulte! Oh, jetzt kommt ein großer Skelett. Unten. Hier so ein Krieger. Der Arthas. Ja, also nach oben sind wir eigentlich bestens verteidigt. Jetzt müssen wir bloß nach unten noch was machen. Ja, ich habe wieder ein Zwerg dazu bekommen. Maximales. Es sind 10 Zwerge Maximum, ich verstehe es nicht. Vielleicht zählen die Sonderzwerge einfach nicht dazu. Nee, das glaube ich auch nicht. Das sind nur Support. Zwerge, 10. Alter, was ist denn hier los? Alter? Noch ein Drache. Bitte geil. Vorher kommen doch ständig diese Geister an und lassen irgendwas fallen. Die kommen hier nur in die Nähe. Dann sind sie schon hinüber. Spätestens wenn sie durch den Turm hier durchfliegen. Psst. Ah, hier kommt schon wieder so ein Zombie durch und der See ist gleich leer. Alter, really? Lol. Weil der durch den See schießt, triffst du den nicht. Jetzt hat er sich erinnert, wie man klettert. Ja, die Wasseroberfläche leitet. Oh, das Katapult! Röms! So. Nice. Leute, ihr habt Taucherhelme. Warum baut ihr da unten nicht? Euer geile Mithril-Helm mit dem eingebauten Bart.
Boah, ich könnte so viel effektiver arbeiten, wenn ich nicht ständig warten müsste, bis hier 50 Sachen gemullt haben. Kannst du mal kurz bei der Basis so direkt unter unserer Basis rechts da mal kurz hingucken im Stream? Siehst du, bei dir sind immer noch die Runen auch drin, oder? Also kann man die doch da wieder rausbauen eigentlich. Nö, bei mir kommt ein rotes X. Ja, weil ich habe jetzt hätte gedacht, du hast die schon rausgebaut. Geht nicht. Weil die eine Rune wird bei mir nämlich nicht angezeigt. Deswegen hatte ich das die ganze Zeit gewundert. Ich würde aber sagen, für heute lassen wir es dann genug sein und ich glaube, ich dran denke, fangen wir das nächste Mal dann mal einen neuen Schlafsaal an. Jo, das ist super. Wenn wir wohl müssen. Mit besseren Spitzhacken. Ja, ich bin gerade hab gerade angefangen, Mithril zu schmelzen. Jo, alles klar, okay. Bergbau 150. Die Mithril-Spitzhacken. Oh, Mithril-Zauberstab kann ich jetzt auch. 30 Schaden. Und schwerer Bogen. 43 Schaden. Na, wie sagst du, die in der Knarre, die ist ja geil, diese Drachenzimmerknarre da. Kann man die später bauen? Ja. Gezähmter Kampfdrache und leistungsstarkes Gewehr und Brandmunition. Ich gucke mal. Kompasszauber. Leistungsstarkes Gewehr? Auch 50 Schaden. Aber Richtigkeit plus 60. Okay, da ist der Drache eigentlich besser. Zwar nicht allzu weit, aber Richtigkeit wenigstens 70%. Das knallt. Das knallt. Ich könnte mir natürlich noch ein paar Magierbücher einfach kaufen. Da denkt man auch irgendwie auch nicht dran. Buch des Magiers einfach kaufen. Für 2 Gold. Ja, aber auch nur, weil du alles Geld hast. Ne, 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 ne. Ich habe hier gerade mal Magierverbesserung gebaut. Hier Tasche mit Elixieren, die schicke ich gerade rüber. Aber eigentlich so mit den... Mit den Feuerbällen kann man die Goblins eigentlich auch ziemlich gut ausdünnen. Dann jammert er wieder, dass er kein Mana hat. Okay, die Goblins sind tot. Alles aufsaugen, zack. Danke für die Materialien. Kompasszauber. Kompass zeigt den nächsten Geheimraum an. Hat 10 Mana. Mana gekostet, aber egal. Was ist das? Elixier der Wandlung. Dieses Elixier kann mehrere Monster in Schnecken verwandeln. Schleimig und gesund. Okay. Aber ich mach mich jetzt auch fertig zu Ben. Ja, war gerade am Gucken wegen Speichern, aber... Spieler hinauswerfen. Die Taste wollte ich schon immer mal probieren. Nein. No. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde Butteln mit Zacko. So, hey ho, seid gegrüßt und ja, ich hoffe mal was. Mal schauen, was der Stream heute so bringt, würde ich sagen. Bin schon sehr gespannt. Wahrscheinlich gestreamte Spiele.
Gestreamte Spiele? Gestreamte Spiele. Und so, ja, Cluedo, ich grüße dich nicht mehr, so. Okay, ich sollte den Stream vielleicht auf Stumm stellen. Das wäre ganz praktisch. Und der Flash hängt fest. Jedenfalls Flash, vielen herzlichen Dank für 19 Monate. Und viel Spaß mit deinem Platz in der ersten Reihe. Ich glaube, Cluedo hat auch nachgesubbt, aber den kann ich warum auch immer nicht wiederholen. Da ist irgendwie der Minifeed doof. Cluedo, dir auch viel herzlichen Dank für 9 Monate. Und was zur Hölle passiert da oben? Viel Spaß weiter mit deinem Platz in der ersten Reihe. Na, alles fit? Außer Zacko. Jo, ich will gerade rein. Ich musste erstmal neu starten, weil ich die ganze Zeit gewartet habe, dass der Server mal angezeigt wird, oder? Ei. So. Kann sagen, erstmal gucken, ob genug Essen da ist für unsere Zwerge. Obacht, meine Zwerge. So. Warum haben wir die ganze Zeit Attack-Musik, wenn ich hier irgendwo. Ich gucke. Achso, wegen der Spinne hier unten vielleicht? Ich habe keine Ahnung, jetzt ist wieder normal. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Ah, oh Gott, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe auch keine Ahnung mehr. Wir haben 14 Zwerge, was zur Hölle? Wo kommen 14 Zwerge auf einmal her? Wir haben ein Maximum von 10 Zwergen. Warum haben wir 14? Brauchten wir jetzt eigentlich schon Mithril oder irgendwie sowas? Ja. Okay, dann werde ich mal Mithril sammeln. Mithril. Mithril, ja. Mithril. Dann natürlich mein ganzes Mana ausgeben, damit ich wieder rummeckern kann, dass ich kein Mana habe und die Münzen klauen natürlich. Das ist ja. Weil es kein 10-Zwerge-Limit gibt. Doch. Zwerge. 10! Da! Maximum für den Zwerge eines jeden Spielers. 10! Wir stehen hier unten und chillen. Zacko könnte ein Lümmelchen lauter. Oh, Zacko ist jetzt ein Nümmerchen lauter. Ich hab meins auch ein bisschen lauter gedreht. Ich hoffe mal. Ich bin jetzt nicht zu laut. Na, wir werden es sehen. Ist das Wochenende schon wieder rum. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, es sieht immer leider ziemlich fix. Stell dir mal vor, es könnte eine Paralleldimension geben, wo du 5 Tage Wochenende hast und 2 Tage arbeitest. Dann würde ich aber nichts mehr verdienen. Das ist der erste ja in dieser anderen Dimension funktionieren würde, wäre ja alles gut. Ja, also wenn man natürlich in den 2 Tagen so viel verdient wie in den theoretisch 5 Tagen und. Ich ja, hab jetzt Kopfschmerzen. Können wir die ganzen tollen Betten wieder abreißen, weil ich habe die nächste Stufe Betten fertig.
Irgendwie lässt sich das hier nicht so schön ausleuchten wie bei dem anderen Safe Game. Ich glaube, bei dem anderen Safe Game war auch alles irgendwie mit mehr Rohstoffen zu. Ja, und das stimmt auch. Ach ja. Dem brennt immer noch die Glatze. So. 4 von 11 Teilen haben wir. Ach du Alarm. Da würde ich fast behaupten, da fehlt noch ein bisschen was. Lager ausgelöscht hier. So, ein Schmiedebuch. Katka, vorhin habe ich das ja auch nicht so mitbekommen. Wolltest du mit mir denn das Quiz machen? Hattest du das gesagt? Welches Quiz? Für jemand anders? Ach so, für jemand anders. Ich hatte nur gesagt, für gewisse Fragenvarianten könnte ich mich anbieten zu einem Themengebiet. Kommt jetzt so jede Menge. Ich hab grad mal Apple eingesaugt, wie blöde. Nice. Was machen die Schafe? Die schere ich immer, sobald sie Wolle haben. Schwefel, brauchen wir Schwefel eigentlich? Schere deine Schafe. Ich schick mal eine ganze Portion Schwefel rüber. Ach, meine Arbeiter sind echt die besten. Hust, hust. Cluedo ist AFK, sich ein Snack bauen. Jemand, der an der holländischen Grenze wohnt, sollte das Wort bauen vorsichtiger benutzen. Das stimmt. Wollen wir den nächsten Angriff wagen hier? Wo? Bei wem? Hier unten steht so ein Arthas, allein ganz hinten ist diese Zombie-Armee, die er beschwört. Also hoffentlich kommt die dann nicht mehr, die hier oben aus der Tür rausgebrochen ist. Und ich weiß nicht, wo du ganz unten meinst. Wenn du rüber gehst, wo dieser Lufttempel ist, wo wir unseren ersten Vögelmenschen bekommen haben, gehst du ein Stückchen nach links, da ist so ein kleiner See zwischen zwei Bergen. Wenn du da gerade runter gehst. Ah, hier in dem kleinen Holzdungeon da, oder was? Ja, genau, da steht er hier, über ihm müsste Schwefel sein, rechts davon ist so ein Eye of Beholder und rechts im Wasser dümpeln seine Zombie-Armee rum. Okay, meine sind unterwegs. Gut, ich komme von der anderen Seite. Oh, das soll aber eigentlich funktionieren. Ich
Schießt da noch einer mit der Steinschleuder? Ne, das sah nur so aus. Er sollte aber fallen, oder? Ja, da liegt er. Da liegt er. Juhu, Zeug. Ganz viel Zeug. Zombie-Armee marschiert da hinten noch schön im Loch rum. Ich glaube, die könntest du mit deinen Fankämpfern gut wegmachen. Ja, das geht ganz gut. Deswegen, wir kommen ja nicht an dich ran. So, die große Frage. Aber trotzdem schwimmen sie einmal durch. Warum? Naja. Ah, hier unten. Ich glaube, der ist ziemlich unter. Ja, genau. Gerade unter unserer Base. Da ist auch so ein einsamer Arthas. Da ist auch ein riesen Kohlevorkommen daneben. Der einsame, einsame Arthas. Unter unserer Base. Direkt gerade runter. Hast ihn mit so Ratten und Beholder durch die Gänge am Öckeln. Sagen den Mama als nächstes, ha? Ja. Da ging ja gerade eben ziemlich gut, ne? Also, drei schlafen gerade mal bei mir. So, okay, die Zombies sind tot. Nice. Ich schick meine, die mal ein bisschen Schlaf gebrauchen können, gerade mal pennen. Dass wir den da rasiert bekommen. Monsterportale geöffnet. Alter, guck mal nach oben. Oh, meine sind gerade hier unten beschäftigt mit so einem scheiß Viech. Ich meine eigentlich eher hier wegen den Tesla-Spulen und Co., wo es in alle Richtungen am Blitzen und am Schießen ist. Fuck, der Turm brennt. Oh, warte mal, ich. Alle zurück. Alle Portale schließen. Gut, okay, du bist schon mit einem durch. Ja, sollte eigentlich gehen. Zumindest hoffe ich, dass die hier oben dieses eine Scheißding noch dicht machen würden. Es breitet sich schon wieder weiter aus. Ah, die Verteidigung hier oben hat gut geräumt, außer dass hier der eine Bolzturm kaputt ist. War denn jetzt hier die Riesenader? Aber hier
Das andere kleine Dungeon, das müsste man eigentlich auch locker schaffen hier. Den direkt unter der Base. Ja. Ja, Eigentlich das alle denke ich ja auch. inzwischen. Alle, Das die man hoffe so ich sieht. auch. Ich porte mich mal einfach hier hin. Und dann schlafen meine alle. Ja, meine brauchen noch einen Moment, bis sie wieder alle fit sind. Aber es sind jetzt schon vier Portale, die sich öffnen, ne? Ja, es werden ja immer mehr. Deswegen kannst du ja nicht immer in Anführungszeichen rumpimmeln. Darum geht es ja, irgendwann überrennen sie dich halt einfach, wenn du einfach zu lange für alles brauchst. Schießt du hier mit Feuerbällen? Ja, so ein bisschen. Ich soll die da 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 da. Pilze sammeln. Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Pilz. Ach du Alarm. So. Lol, hier unten ist auch so eine offene Tür. Ach, da bist du gerade am Angreifen. Weil ich gerade Ja. verwundert, warum die hier so komisch zickzack laufen. Da musst du mal ein paar hinschicken jetzt. Also die sind eigentlich schon ziemlich stark verwundet hier. Boah, ernsthaft. Der hat schon wieder geschafft, mir ein Zwerg zu killen. Ich hab den rechts und links fucking Portale hingemacht zum Flüchten. Okay. Das ist krass. So, schicken wir mal Mithril jede Menge rüber. Also 23 oder so. Mich würde es mal interessieren, wie ich wiederbeleben kann. Das raffe ich nicht so ganz. Das hieß, man kann hier in der Zwergenauswahl dann den Zwerg anklicken und einen Wiederbelebungstrank draufziehen. Das funktioniert aber halt nicht. So, dieses Yay. Dosenravioli. Uah. Ich glaube, durch die Feuerbälle habe ich meine eigenen Zwerge so relativ niedergemetert. Ja, Einer ist belebe tot. den toten Zwerg wieder, wende es auf dem Inventarbildschirm auf den Geist an. Ja, aber wenn im Inventarbildschirm kein Geist ist. Batsch, das war einer von deinen. Naja, bei mir sind jetzt zwei Sturm. Mein Gott, sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine.